Und wieder kommt die Streitfrage, wie jedes Jahr, geizt man die Tomaten aus oder nicht? Herzlich willkommen bei der Gartenmoni. Grundsätzlich erst einmal vorab, man geizt nur die Stabtomaten aus. Also keine Buschtomaten, keine Cocktailtomaten, nichts. Nur die Stabtomaten werden ausgegeizt. Ich habe von meiner Mama das so gelernt, die Tomaten auszugeizen. Die hat immer gesagt, einen kräftigen Stamm und dann die Tomaten, die wachsen ja dann an dem Stamm immer und dann werden die schön kräftig, weil die Geiztriebe selber, die nehmen der Pflanze nämlich die Kraft weg. Und so geht die Kraft in die Tomaten rein. Ich habe mich einmal bei einem Tomatenanbauer hier in unserer Gegend erkundigt und die machen das auch so, weil ich gefragt habe, ja, muss man das unbedingt ausgeizen? Und die sagen, ja, unbedingt. Wie ich gesagt habe, die Tomaten, die da kommen, die sollen ja kräftig werden, schön und groß. Und alles, was an Geiztrieben so rauswächst, erstens die Geiztriebe, die schwächen die Hauptpflanze. Und das wird dann alles so buschig mit der Zeit, dass da kommt kein Licht mehr rein. Wenn es regnet, dann trocknet es innen nicht ab. Und das sind alles nur Nachteile. Und die Tomaten, zum Teil werden sie mickrig, manchmal fallen die Blüten ab. Das habe ich jetzt da bei meinem gesehen. Ich habe nämlich da einen Geiztrieb übersehen. Der ist ja so groß, den kann ich jetzt nicht einmal mehr wegmachen. Ich lasse ihn jetzt auch dran. Und wenn er da seht, ich habe oben das Herz wegzwickt, dass er nicht noch weiter wächst. Eine einzige Tomate habe ich da dran und die Blüten da sind abgefallen. Vorne ist jetzt noch eine Blüte dran, weiß man nicht. Manche sagen dann auch, ja, das tut der Pflanze weh. Da müsste ja auch das wehtun, wenn man die Tomaten runter tut. Ne? Weil da tut man ja auch den Zopf, wenn der ganze Zopf schon reif ist, erntet man ja auch den ganzen Zopf. Also da müsste sie auch Aua schreien. Ne? Und außerdem werden die Geiztriebe normalerweise entfernt, wenn sie klein sind. Also die können jetzt, das kann ich euch einmal anhand von einer, ja, jetzt muss ich erst eine suchen, hier, Tomate da zeigen. Da ist eine. Ich muss die jetzt nachher erst anbinden, gell? Da ist ein Trieb, der ist auch schon ein bisschen groß. Ich habe jetzt ein paar auch nicht mehr geschaut. Der wird einfach rausgebrochen. Seht ihr das? Übrigens, die Geiztriebe und auch die Blätter, das sage ich dann nachher noch, die ich dann mit wegschneide, die nehme ich alle zum Mulchen. Die lege ich dann alle da unten rein, dann bleibt die Erde nämlich feuchter. Ich tue es nur grob, die Blätter grob zerrupfen einfach und leg's dann drauf. Wenn ihr einmal einen Geiztrieb habt, den ihr übersehen habt, und der ist vielleicht schon so groß, das knipse ich auch raus. Ne? Aber wenn das ein schöner, kräftiger Trieb schon ist, dann könnt ihr den einpflanzen in einen Topf mit Erde und das haltet ihr schön feucht, stellt ihr ein bisschen so halbschattig oder schattig und dann wurzelt es ein und dann habt ihr wieder einen neuen Tomatenstock. Und es ist halt so, lässt man die Geiztriebe dran, dann wird es alles recht buschig, recht dicht. Und dann kommt keine Sonne mehr rein. Die Tomaten kriegen zu wenig Sonne ab, weil sie eben da unten im Schatten sind. Und dann Tomaten schmecken, wenn sonnengereift sind. Ne? Aber natürlich nicht wieder in der prallen Sonne. Also da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen. Was ich noch mache, das ist, wenn es so arg dicht ist, ne? Wie jetzt da, weil ich den vergessen habe, da schneide ich dann einmal an einem Blatt, damit da wirklich ein bisschen Luft rein kann und Sonne, schneide ich da mal so ein Blatt ab, entweder bloß ein Stück oder weiter hinten, aber nicht ganz am Stamm, weil da kann sein, dass ihr dann wehtut, der Tomate, weil das ist ja dann schon ein dicker Stamm von dem Blatt, seht ihr? Das ist schon richtig fest da und das will ich dann nicht mehr. Aber ich schneide also entweder hier oder hier, weil auch, man soll es ja auch ein bisschen ausschneiden, weil dann die Kraft immer in den Hauptstock reingeht. Außerdem ist so, wenn man die Triebe dran lässt, und es sind Tomaten dran, wird es auch schwer. Und die Triebe sind aber nicht kräftig genug. Die hängen runter, brechen ab. Und dann muss man die auch wieder anbinden und stützen. Also das ist immer viel Arbeit, aber ich finde, es lohnt sich nicht. Und was ganz wichtig ist, wenn man das alles dran lässt und es wächst dann so buschig und es regnet jetzt einmal, das Wasser tropft da rein, es wird alles nass und es kommt aber nicht richtig Luft und Wind durch. Und dann kann es passieren, dass die Braun- und Krautfäule kommt, weil eben das so schlecht abtrocknet.
Und deswegen ist eigentlich immer besser auch mit, dass man wirklich nur einen Trieb nimmt und da die Tomaten an dem Haupttrieb lässt und keine Seitentriebe dran lässt. Wie ihr jetzt das nun macht, das bleibt jedem selber überlassen. Ich mache das so wie meine Mama und wie die Tomatenanbauer. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, eure Gabi Moni. Tschüss.